Der Rechtstipp wird Ihnen präsentiert von Kaspers Mockanwälte. Hallo, mein Name ist Lars-Christian Nerbel. Ich bin Rechtsanwalt bei den Kaspers Mockanwälten und dort Fachanwalt für das Wohn- und Mietrecht und möchte mit Ihnen heute über das Thema Mietminderung sprechen. Ist ein Mieter zur Mietminderung berechtigt, auch wenn er im Urlaub ist? Die Antwort ist eindeutig ja. Der Mieter ist auch dann zur Mietminderung berechtigt, wenn er sich selbst im Urlaub befindet. Diese Fälle sind gleichzusetzen mit Geschäftsreisen oder anderen Abwesenheitszeiten, beispielsweise Reha-Abwesenheiten. Denn es kommt eben nicht darauf an, ob der Mieter tatsächlich beeinträchtigt ist, also konkret die jeweilige Beeinträchtigung in der Mietsache spürt, sondern es kommt ausschließlich auf die objektiven Umstände an. Wenn also die Mietsache einen Mangel hat und dieser Mangel beeinträchtigt oder hebt objektiv die Gebrauchstauglichkeit der Wohnung auf, das heißt, objektiv kann da keiner vernünftig wohnen oder es wäre ein Heizungsausfall, immer dann habe ich also ein Recht zur Mietminderung und kann diese auch durchsetzen. Umgekehrt darf ein Mieter bei einer mangelfreien Wohnung ja auch nicht einfach die Zahlung verweigern, mit der Begründung, er sei ja sowieso im Ausland und habe sowieso deswegen auch kein Nutzungsinteresse. Hier gilt das Ganze dann andersrum. Was passiert, wenn die Wohnung wegen eines Mangels unbenutzbar ist? Muss der Vermieter dem Mieter dann eine Ersatzwohnung stellen? Das ist leider in der Rechtsprechung nach wie vor streitig. Richtig dürfte wohl sein, dass der Mieter keinen Anspruch auf Stellung einer Ersatzwohnung durch den Vermieter hat. Umgekehrt ist der Vermieter also nicht dazu verpflichtet, einen solchen Ersatzwohnraum anzubieten. Um die Beschaffung der Ersatzwohnung muss sich der Mieter selber kümmern. Und wenn ihm dabei Mehrkosten entstehen, beispielsweise weil die Ersatzwohnung teurer ist, dann kann der Mieter diesen Differenzbetrag als Schadenersatz geltend machen. Dazu kämen gegebenenfalls auch Makler- und Umzugskosten. Wenn der Fall einer Unbewohnbarkeit der Wohnung vorliegt, beispielsweise wie wir es jetzt auch im Sommer 2021 beim Ahr-Hochwasser erlebt haben, dann ist es so, dass der Mieter die Miete selber auf null mindern darf, da er ja einerseits die Unbewohnbarkeit nicht verursacht hat und tatsächlich immer dann, wenn ich kein Strom, kein Gas, kein warmes Wasser habe, auch objektiv in einer Mietsache nicht vernünftig wohnen kann. Viele Vermieter bieten aber eine Ersatzwohnung an. Ist der Mieter verpflichtet, dieses Angebot anzunehmen? Das Angebot des Vermieters, eine Ersatzwohnung zu stellen, ist freiwillig. Und genauso freiwillig ist es, ob der Mieter dieses Angebot annimmt oder nicht. Wenn der Mieter aber dieses Angebot annehmen möchte, sollten die Parteien unbedingt darauf achten, dann auch die jeweiligen Konditionen schriftlich zu vereinbaren. Das bedeutet dann also, dass in einer Zusatzvereinbarung zum Mietvertrag festgehalten werden sollte, wie lange darf der Mieter diese Ersatzwohnung nutzen und welche Miete soll denn da überhaupt anfallen. Wird darauf verzichtet und es wird alles mündlich geregelt, dann lehrt die Erfahrung, dass es oft zu Streit zwischen den Parteien kommt, der eben dann leicht vermieden werden könnte, wenn man sich am Anfang ein bisschen mehr Mühe macht, um die wichtigen Themen einfach schriftlich festzuhalten. Es gilt einfach, wer schreibt, der bleibt. Der Rechtstipp wurde Ihnen präsentiert von Kaspers Mockanwälte.